Hallo liebe Leute, Shorty Cuber hier, bei einem, ich sage mal, witzigeren Projekt. Allein der Gedanke daran ist, zu Let's Playen bringt mich zum Lachen. Allein der Gedanke. Chainsaw Man 16 würde sagen, super Drogenspiel. Vielleicht macht es Endball Konkurrenz, ich glaube eher weniger, aber trotzdem. Ich finde ein relativ witzig gestaltetes Spiel, das es sogar für Wii gibt, das ich nachgeprüft habe. Was ich relativ wenig verstehe, wieso so ein Spiel für Wii da sein muss. BitRipper Runner nennt sich dieses Spiel. Ja, und ich hoffe, das recorde ich einmal richtig. Aber ich habe jetzt. Oh Gott, wartet ganz kurz. Ich glaube nicht, dass ich da den Sound runterdrehen kann. Schaut euch einmal die Optionen an. Schaut euch die Optionen an. Okay, ich spiele das ganze Spiel einmal auf. Das ist sogar mit Vibration. Ich habe keinen Controller, also kann ich das gleich einmal vergessen. Ich spiele das auf der Tastatur. Ja, speichern einmal das Ganze. Mehr brauchen wir nicht. Ich habe das Ganze mal nur 1-1 gespielt, also First Contact. Mehr habe ich bisher noch nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung von der Story oder sonst irgendwas, ob das Spiel überhaupt eine Story hat. Ich muss ganz kurz einmal. So, jetzt habe ich leise gedreht. Was ich anmerken muss, das Spiel ist recht lustig gestaltet. Schaut euch es einfach mal an. Wir sind in einer Super Pixel-Welt und spielen Super Pixel-Männchen und sind super cool, wie ihr hier seht. Und unser Ziel ist es, einfach zu laufen. Wir laufen. Unsere Jump-Taste ist 5. Hört auf die Musik. Jedes Mal, wenn ich springe, macht das einen Ton. Und das passiert, wenn ich fehle. Generell, ich bin ziemlich hektisch in dem Spiel. Ich weiß auch nicht wieso. Auch andere Tasten haben noch Funktionen, aber das werde ich wahrscheinlich erst später herausfinden. Das Spiel ist so. Ich weiß nicht. Jetzt bin ich auf einem Mega. Und ich bin draufgesprungen. Ah, toll. Nein, ich möchte einfach alle Gold erwischen. Komm. Komm, 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 komm. Shorty Cuber möchte hier durch. Oh Gott, ich weiß nicht einmal, ob ich das wirklich hier durchziehen kann. Emre, Emre Pixel. Das muss ich unbedingt noch anderen Let's Playern zeigen. Das ist wirklich super Drogenwelt und das werdet ihr auch gleich sehen. Das sind gleich super Regenbogenmännchen. Ich glaube, ab einer gewissen Anzahl. Ich glaube, ab 10 Stück oder so. Oder ab dem wir die Upgrades alle haben. Ich habe keine Ahnung. Wupp. Extra. Challenge complete. 11 Gold of 11. Mit irgendeinem komischen Zeichen dazwischen. Weiß nicht, was das bedeuten soll. Bonus Get. Retro Challenge Collect Gold. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das jetzt die? Wow. Oh. Und ich bin reingesprungen. Verdammt. Challenge complete. Bonus get. Errungenschaft freigeschalten. Ich halte es nicht aus. Selbst das Fraps-Zeichen von den Frames würde mehr Hightech aussehen. Ich bin super schwarzes Stangenmännchen mit einem weißen breiten Auge oder sowas. Mit Regenbogenkräften. Ich habe ehrlich keine Ahnung, was ich bin. Okay. Springen weiß ich ja jetzt schon, wie geht. Es gibt noch eine zweite Funktion, Sliden, die ich kenne. Oh Gott, jetzt gibt es Abgründe auch noch. Und jetzt geht's los hier. Shorty Cuber hat Laufkräfte. Also, wer sich fragt, Shorty Cuber, wieso let's playst du diesen Scheißtrick überhaupt? Ich finde generell, es ist kein Scheißtrick, es ist eine schöne Idee, so ein Indie-Runner-Game zu machen. Zu machen. Ich hab gedacht, ich würde das überleben, wenn ich da runterspringe. Aber anscheinend doch nicht. Ich habe generell solche Spiele noch gar nicht einmal erst angefangen zu let's playen. Mal abgesehen von Sonic, wo ich, aua, sterben durch Rand. Mal abgesehen von Sonic Unleashed, wo
wo ich dazu sagen muss, das war mir etwas zu schnell, dass ich da nicht einmal wirklich dazu kommentieren konnte. Aber hier versuche ich einmal, diese Art von Kommentarstil zu üben, zu praktizieren. Und versuche hier vielleicht auch noch etwas Gutes zu leisten. Vielleicht ist das Spiel dann etwas später doch etwas lustiger und spannender. Ich glaube, dort hinten bin ich doch gerade erst gelandet. Der ganze Hintergrund sieht... Aua, bin zu langsam gewesen. Noob. Wenigstens kann ich hier nicht sterben. Durch zu wenig Leben haben oder so. Ich kriege einfach nur keine Punkte mehr dadurch. Ich bin wirklich schon heiß darauf, die speziellen Sachen hier des Spiels dann zu finden. Ich habe schon ein Preview, also den Trailer von diesem Spiel gesehen. Ja, oh, und ich habe mir wirklich gedauert. Ich kann nicht Treppen gehen. Treppen sind böse. Super Pixelmännchen. Super Pixelmännchen Sprung. Super Pixelmännchen Sprung. Sprung. Sprung, 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 Sprung. Mir kommt das Ganze auch irgendwie so musikalisch abgestimmt vor die Stage. Also Musik mit Passagen. Jedes Mal dieselbe Stelle. Er hätte gedacht, dass ich schon vom Anfang dieses Spiels so faile. Ich meine, ich bin Super Pixelmännchen, ich habe nur eine Stage vor mir. Nicht mehr. Ich muss hier nur springen. Springen ist schwierig, Leute. 5 drücken ist richtig, richtig schwer. Ich werde mich voll... Na, jetzt habe ich es... Oh, doch nicht. Mund aufreißen. Mund aufreißen. Ach so. Ich kann auch länger gedrückt lassen. Das sagt mir auch keiner. Sehr cool. Sehr cool, das habe ich echt nicht gewusst. Wenn ich länger gedrückt lasse, fliege ich auch länger. Das ist einmal von... Okay. Kanten. Sliding. Sliding! Jump! Jump Pixel! Jump! Jump Pixel! Jump! Jump Pixel! Jump! Yeah! You got it, man. Jump, 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 because you can do it. Jump, jump, oh yeah, man. Jump, jump, you can do it, man. Jump, jump. Pixel man, action, yeah. Pixel man, action, yeah. Pixel man, action, yeah, yeah. Bonus collecting. Bonus collecting. Jump. Yeah! Und, wird das was? Yes, sir! Geht doch! Oh mein Gott. Ja, Bonus get! Jetzt wird's wieder lustig mit Bonus laufen. Retro Challenge, collect gold! Und Mega Lagging. Okay, jump! 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 Da hätte ich früher jumpen sollen. Das war fies gemacht. Das war gemein. Das sollte, glaube ich, 85 von 85 heißen. Also 25 von 85. Oh mein Gott. Nun gut. Nächste Stage. Lerne ich jetzt einmal was Neues aus der Sprache. Sliden. 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 Jumpen. Sliden. Jumpen, sliden, jumpen, sliden, jumpen, sliden. Wie lang kann ich eigentlich sliden? Anscheinend so lange ich will. Super Slide Man. Slide Man, Slide Man. Slide Man, Slide Man. Oh yeah. Ich kann sliden. Ganz genau, Musik. Du spackst ab. Yeah. Yeah. Sliding. Yeah. Yeah. Super Ziel-Sliden. Okay. Na, Stage 3 war doch viel einfacher. Mit Bonus sogar. Yeah. Bonus. Copyright 2010. Wow. Mir kommt das Ganze jetzt etwas schneller vor sogar.
Kopfstoßing. Wieso kann ich nicht in der Luft sliden? Schade. Ich bin zu schlecht. Ich schaffe immer nur 18. Also nicht 18. Ich glaube 25 war das letzte sogar. Yeah. Super. Sprung. 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 Sliden. Sprung. Sliden. Sprung. Sliden. Sprung. 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 Wow. Dieses Hindernis kenne ich noch nicht. Deswegen konnte ich mich nicht darauf einstellen. Was auch immer das für Dinger sind. Wieso laufe ich überhaupt? Ah, okay, jetzt war ich etwas mit der Stage verwirrt. Dance, 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 dance. Dance, 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 dance. Dance, dance. Jump, 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 jump. Yeah. Yeah. Jump, yeah. Ich kann nur Jump sagen zu diesem Spiel. Es ist irgendwie voll hardcore, voll... Ich bin so fasziniert von dem Gameplay. Leute, ernsthaft. Nein, aber jetzt ernsthaft. Das Spiel macht wirklich Fun. Auch wenn es nicht wirklich so danach aussieht. Es macht doch recht viel Fun. Was ist das Goldene da im Hintergrund? Ich will es wissen, ich will es haben. Ich will es... Wow. Es scheint eine sehr... eintönige Map zu sein, wieder mal. Aber es gibt dann auch noch so etwas wie Bosse. Ich weiß nicht, ob das nur drei Bosse im Spiel sind, aber ich habe drei Stages, drei verschiedene gesehen. Oh, der war fies. Sliding! Sliding! Oh ja. Aber da schaffe ich ja doch immer den Bonus zu kriegen. Was mir auch immer der Bonus bringt. Ich meine, ich kenne mich selber im Spiel überhaupt noch nicht aus. Springen. 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 Springen, springen, sliden. Springen, springen. Nein, jedes Mal habe ich mir den Kopf an. Schlecht. 17. Eins weniger als letztes Mal. Cool. Okay. Okay, Kick. Ich kann kicken? Wie cool! Ich kann kicken. Kick. Kick. Jump. 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 Kick. Kann ich auch jump? Ja, ich kann Karate. Ich kann Karate, Leute. Karate, 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 yeah. Hatuka, Hatuka, Hatuka. Kann ich auch Slide kicken? Nein, schade. Kick. Kick. Jump, 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 kick. Kick, jump, 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 jump. Kick, jump, jump, jump. Jump, 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 jump. Kick, kick. Okay, schon langsam macht das Spiel richtig Fun. Es wird auch immer schwieriger. Dadurch, dass immer mehr dazukommt. Sachen, die ich kicken kann und Sachen, die ich nicht kicken kann. Okay. Oh, kick. Yeah, yeah, yeah. Kick, kick. Yeah. Okay, gut. Da waren nur 6 Gold. Ich glaube, nach dem Part lasse ich es einmal. Möchte ich mir mal auch eure Aktionen, also Reaktionen zu diesem Video mal ansehen. Ob euch das Spiel überhaupt gefällt. Oh, schon wieder fail. Schon wieder war ich zu spät dran. Yeah, Challenge complete. 16. Ich bin so schlecht. Ah, gut. End 6. Das werden wir uns das nächste Mal anschauen, sofern euch das Spiel gefällt. Ich werde hier pausieren und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Bitrunner, oder? Auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, hey. Was mache ich? Danke, Leute, fürs Zusehen. Unten links der Link zum nächsten Video und wir sehen uns das nächste Mal bei Bitrunner wieder. BitTripRunner heißt es eigentlich. Ciao!